Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft, Vizebeast Infinity Evolved, Expert Mode, Skyblock. Mit dabei heute ein kleiner Special Guest, der Gino. Ja, der Nachbarshund. Warte mal. Wie bist du jetzt auf mein Bett gekommen? Du lagst auch eben noch um deinen Körbchen. Dosch, 21 Jahre alt, lässt sich vom Hund verarschen. Alles klar. Damit habe ich dann auch schon den Folgentitel. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, wie das so mit der Musik ist. Ich teste jetzt gerade mal, also ich habe jetzt mal mein OBS geupdatet zu OBS Studio. Und hoffe mal, dass es jetzt so klappt von den Soundeinstellungen. Aber ja. So, zuerst einmal hier, Soda Distiller. Da ist ein ganzer Drum voll mit Distilled Water. Also Overclocker. Nächste Problemo. Hier neue Quad Fuel Rod Depleted. Nehmen wir mit und schicken in die Thermal Centrifuge. So, dann, was ich heute vorhabe. Ich würde gerne einmal anfangen mit Iridium. So, was brauchen wir für Iridium? Wir brauchen einmal Mox Nuclear Fuel und einmal Pellets of RTG Fuel. Wie werden die gemacht? Also, hier ist das Rezept für Pellets of RTG Fuel, 3 Plutonium und 6 Sand Iron Plates. Okay, Hund ist wieder am Pennen, soll er ruhig. Haben wir. Und hier ist das Rezept für Mox Nuclear, 6 Uranium 238 und 3 Plutonium. Und das Ganze geht jetzt hier rein und das wird dauern. Das wird verdammt nochmal dauern. Ja, ich glaube, das wird eine ganze Nacht dauern. So, dann, was hatte ich heute noch vor? Oh, super, Plutonium geht da rein. Okay, dann hatte ich einmal vorgehabt, heute mal... soll ich mal einen Mass Fabricator machen? Ja, komm. Wir machen einen Mass Fabricator. Weil so langsam würde ich gerne mal etwas Yuyometa ansammeln. Dafür brauchen wir schon mal 2 Basic Machine Casings. Da ist meine Maus. Wer die Musik noch kennt, das ist meine alte Playlist. Die habe ich mal wieder rausgesucht. Hat gerade mal so ein bisschen Bock drauf anzuhören. So, wir brauchen Refined Iron Plates. Ja, wie soll das jetzt mal gemacht? Kann ich die nicht recyceln? Nein, natürlich nicht. Scheiße. Ja, komm, dann rotze ich die hier schon mal rein. Wow. Also, ich habe eben mal so einen Stack Charcoal reingerotzt und ich habe genau ein Steelblock rausbekommen. Ja, Happy Birthday. So, ja, was brauchen wir noch? Wir brauchen Advanced Alloys. Die können wir eigentlich machen. Tinplates und ja, jetzt habe ich es falsch angeordnet. Das war nämlich so. Ich verkacke es immer wieder. Iron oben, Bronze Mitte. So. Ja, so. Zack, zack, zack. So. Dann brauche ich Carbonplatten. Das heißt, wir nehmen eins der Kohle. Schicken das in den Pulverizer. Ja, das wird jetzt einen Moment dauern. Was können wir in der Zwischenzeit machen? Wir können die, ja, da nehme ich mir schon mal mit. Ja, meine Vorbereitung ist wieder super, also auch meine Aussprache und so weiter. Wir können, ja. Was können wir? Ja, sehr viel. Okay, also jetzt erst einmal. Ich glaube, dann mache ich einfach komplett... eins, zwei,
3, 4. Ah, sehr schön. Haben sogar noch was über. So. Dann müssen wir einmal... genau. 8 davon. Und 8 von denen. Dann brauchen wir noch Signalum. Habe ich natürlich auch vorbereitet. Nehme ich einfach mal 54 mit. Boah, freue ich mich schon auf das ME-System, wenn wir sowas autocraften können. Ja, und ich würde... Alter. Ich würde mal behaupten, so langsam nähern wir uns schon dem ME-System. Ich brauche noch die hier. So, und jetzt würde ich sagen, zack, 4 Stück. Wir brauchen noch die Carbonplatten. Und dann kann ich eigentlich auch schon mal dir das mitnehmen. Weil wir ja einen Energy Crystal brauchen. Warum nehmen... So. Machen wir mal ganz kurz hier. Das schieben wir mal kurz dazwischen. Oder auch nicht. Was? Wie jetzt? Jetzt geht das ernsthaft nur ein Messerwetter oder eine Segmel. Sollte aber, glaube ich. Ja, es geht, aber wir brauchen noch ein Machine Frame. Machen wir anders, ich... Oder, ja komm. Ich bereite jetzt schon mal soweit alles vor. Machine Frame, was war das denn noch alles? Was haben wir schon oben drin? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Iron Chipset. Und die habe ich auch schon vorbereitet, sehr schön. Der jetzt gerade ernsthaft. Oh. Na gut, das ging ja schneller als erwartet. Was brauchen wir jetzt noch für den hier? Wir brauchen nochmal Lovey's Electron Dupes. Naja, komm, dann gehe ich auch schnell Lumium holen. Und quatscht ab. Oh, ich habe auch nichts dazu Mampfen dabei. Nehmen wir mal kurz 5 Cooked Chicken mit. Entschuldigung. Da musste ich mal so ein bisschen aufstoßen. So. Ach, jetzt habe ich die weggetan, oder wie? Ja, fast. Habe ich jetzt... Ich komme gar nicht so richtig mit, ne? Bin schon wieder so richtig langsam im Kopf. Ja, was heißt schon wieder? Du bist immer langsam im Kopf, Junge. 2 Pistons. Hundi ist immer noch gemütlich am Pennen. Lass mal Hundi pennen. Sechs.
So, und... Boah, die Hühner sind so beruhigend anzuhören, nicht wahr? So, Segment haben wir jetzt, das heißt, wir können jetzt auch schon wieder weitermachen. Blub. Hauen wir Lapis rein. Die Platten haben wir, Energium Dust. So, die Advanced Machine Casings haben wir. Machen wir doch schon mal so, dass wir hier alles reintun, was wir haben. Und ganz ehrlich, Leute, wir haben das jetzt gleich. Was es jetzt nur noch fehlt, sind 4 Glowstone Dust. Boah, ich hatte so ein bisschen heißen Hals. Ein Energy Crystal. 6 Lapis Lazuli Dust. Ein Laboratorium Crystal. Können wir machen, ohne Probleme. Sehr schön. Und wir haben einen Messfabricator. Kabel habe ich bei. Jo. Dü-dü-düm. Welchen? Man muss das mal weg. Dann kotzen wir den mal hier rein und schauen. 1%. 2%. 3%. So langsam steckt es dann. Wir sind jetzt bei 11 Minuten 52. Und ich glaube, so langsam könnten... Ups. So, entschuldige bitte. Nee, nicht F3, F7 wollte ich. Hier ist nix. Das, ich würde aber trotzdem ganz gerne so hinklatschen. Die sind immer noch nicht durch. Das würde ich jetzt erstmal so nebenbei laufen lassen. 111. Ach, du bist das. Lass mal Hundchen aber weiter schlafen. So, schönes, neues Plutonium. 12 Stück. Haben schon 15 Plutonium, wenn er will. Was kann man eigentlich noch so alles damit machen? Ja, eigentlich nur noch Mox Nuclear Fuel. Ich glaube, die Pellets of RTG Fuel jetzt schon vorzubereiten hierfür ist Schwachsinn. Den Iron Dust können wir mal ganz kurz hier wieder einschmelzen. Komm, weißt du was? Wir gönnen uns jetzt mal ein Jetpack. Und zwar, welches nehmen wir? Komm, wir fangen mit dem letzten Jetpack an. Wir brauchen einen Leather Strap. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich würde aber dafür ganz gerne noch dann einen Armor Stand machen. Ich habe nichts Nukleares dabei, okay. Jetzt hätte ich auch fast das Leder vergessen. Also generell, ich glaube, ihr merkt schon, verhungern werde ich nicht mit den ganzen Scheißhühnern. So. Den Armor Stand klatsche ich da mal hier hin. So, damit ich sehe, okay, ich habe da was vergessen. Gut, dann jetzt erstmal hier Leather Strap. Dann, was brauchen wir noch? Wir brauchen einen letzten Flux-Capacitor. Kein Problem. 3 der Elektrotein. Ein Sulfur. Was war das jetzt noch?
Zwei LED, glaube ich, nur noch. Ne, ein LED, ein Kopper. Dupp. Warte, bevor wir jetzt weitergehen. Leadstone Thruster. Die haben wir. Das kriegen wir schnell hin. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und was brauchen wir für die Steam Dynamo? Ein Coal Chunk. Alles klar. Wir brauchen noch Copper Gears. Ich glaube, Copper hatte ich noch eingeschmolzen. Nein, hatte ich nicht. Mist. Ja, komm, dann. Nehmen wir gerade ein Stack Copper mit und schmelzen mal was ein. Mach mal ein paar Gears sofort. So. Ich nehme natürlich genau die falsche Anzahl mit. So. Jetzt aber letzter und Flux Capacitor. So. Von denen brauchen wir zwei. Das Rezept lege ich jetzt auch schon mal so weit hin. So. 3, 4. So, was brauchen wir jetzt noch von Coldchunk? Mir schwarz schon so ungefähr. Compress Cowboy. Ich hab's schon geahnt. Das heißt, wir müssen zwei Stacks pulverisen. Boah. Ja, komm, dann. Jetzt rächt es sich mit dem Flint. Jetzt muss ich doch noch nach da hinten latschen. Hi, Wurf. Lol. Hi, Chicky. Du mal Sack Flint rein. Vielleicht haben wir eine Chance auf ein Doppeltes. So, was brauchen wir denn noch? Nehmen wir El Copero. Bist du wach geworden? Bist du wach geworden? Hab ich dich auch geweckt? Armer Wufi, armer Gino, ne? Ja. Hey, jetzt kommst du wieder hier hin, ne? Ja. Na, Hund? Hopp. Ja, der Hund klettert gerade schön auf meinen Schoß. Ja, Gino, hopp. Ja, komm, entweder hier so oder... Okay, daneben nicht. Zwei Zahnräder haben wir. Wir brauchen aber noch mal zwei. So, was brauchen wir denn noch? Das ist kein Problem, das sollten wir jetzt gleich auch haben. So. Hatte ich hier nicht einen Capacitor drin? Nein, hatte ich nicht. So. Ja, jetzt warten wir eigentlich wirklich nur noch auf den Coal Chunk. So, das Eisen, was wir jetzt hier rausbekommen, schicke ich nämlich auch sofort hier wieder rein. Der setzt das jetzt natürlich sofort wieder um in Fuel Rods. Oder? Nee. Jetzt geht hier sofort weiter in die Quad Fuel Rods. 1300. Alter, 14.000.
Ja, hier die Reaktoren muss ich immer noch fertig machen. Ich würde sagen, das lasse ich jetzt einfach mal durchlaufen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich lasse jetzt durchlaufen. Mache glaube ich sogar morgen erst weiter hier. Wieso habe ich jetzt hier noch gehabt? Oh, habe ich so viel gemacht? Ja gut. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich mache glaube ich ausgehend sogar noch ein bisschen neues Tinkers Werkzeug. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Willst du tschüss sagen, Gino? Okay. Hund kratzt sich gerade in den Ohren. Gut, dann tschüss.